Minuten? Oder halt eine Stunde. Ja. Sie schauen die Caroline an, war sie da bei Ihnen und hat Händchen gehalten, während Sie so lange da unter der Maske waren? Haben Sie sich da vielleicht unterhalten? Wenn er Heimweh hatte. Oh, ja, okay. Ja, genau. Ja, haben Sie oft Heimweh? Ja. Ja. Ihre Familie lebt in Amerika? Ja. Sie haben eine Frau und einen Sohn? Ja. Mhm. Und Sie sind auch, glaube ich, Künstlerin? Mein Sohn ist hier in Wien geboren. Ja. Jasmina. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das wusstest du? Nein. Ja, also, ja. Also Sie haben einen sehr großen Bezug zu Wien und zu Österreich. Ja, eigentlich schon, weil ich habe hier vor, ich würde sagen, 20 Jahren zum ersten Mal gespielt. Und natürlich, der ist auch hier zur Welt gekommen. Und wie alt ist er jetzt? Der ist 14. Boah, wann haben Sie sich kennengelernt? Ja, bei der ersten Probe für Schön und das Biest. Mhm. Und ich habe die Rolle übernommen. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt sehr wenige Kollegen, die so offenherzig sind. Und ich kann das super verstehen, das mit der Decket. Mein Sohn hat ja auch ein Decket. Das lässt er nie weg. Jetzt mit 14,5, immer noch. Der ist so ein bisschen Punk-Rocker, aber das hat er immer noch. Ja. Ich habe ja auch ein Kissen. Erzählen Sie. Mit 44. Ein Kissen, das Sie immer bei sich haben? Ja. Und meine Frau auch. Das ist ganz komisch. Ich glaube, es hat etwas mit diesem Beruf zu tun. Ja. Dass man so die Nähe, die Wärme braucht, ganz egal, wo man ist auf dieser Welt. Genau. Die Nähe zwischen Ihnen, die hat sofort funktioniert. Sie haben sich kennengelernt bei einer Probe und es war mehr als ein Kollege. Ja. Ich muss sagen, das Schöne mit dem Steve auch, ich habe das Gefühl, wir haben jeden Tag, so auch dann, wie wir dann schon gespielt haben, ein bisschen so eine neue Show kreiert. Also es war nicht jeden Tag das Gleiche, sondern er hat immer so, und ich kam, für mich war es so die erste große Rolle. Und davor war Ethan Freeman, das Biest, und da habe ich gelernt, was es heißt, überhaupt jeden Tag zu spielen. Und mit dem Steve war ich dann schon ein bisschen lockerer, weil ich ja doch schon ein Jahr gespielt hatte. Und da haben wir dann jeden Tag ein bisschen so eine neue Show kreiert. Ja, und dann sind natürlich ein paar so Sachen passiert. Das hat wirklich funktioniert, einfach so gefunkelt. Darf ich erzählen, was mal passiert ist? Ja, ich weiß es nicht. Was willst du erzählen? Und zwar, wir hatten eigentlich die gefährlichste Szene in diesem Stück war, wie das Biest reingerannt kommt in mein Zimmer. Ich sitze dort auf dem Bett. Und mich anschreit, du, ich hab dir doch gesagt, du sollst mit mir zum Essen runterkommen. Und das war quasi die gefährlichste, ein wahnsinnig gefährlicher Moment. Und er hat immer, weil der Steve auch sehr viel schwitzt, ist er dann vor ihm in die Maske zum Abtupfen. Und um das möglich zu machen, hat man immer seine Perücke oben mit so einer Klammer zusammengehalten. Tja, und einmal kam er in diese Szene und die Klammer war immer noch auf seinem Kopf. Ich hab's vergessen, ganz große und rosa. Er hat es das nicht gemerkt, wir waren plötzlich alle so. Und sie schaut mich auch. Die Carolina Zuber, die Marika Lichter, wir waren alle da und wir haben. Hat das Publikum auch gemerkt, glauben Sie? Ich glaube schon, weil das diese Löwenmähne da oben. Aber das Schönste war der Moment, wo er das dann realisiert hat. Er hat sich dann nur, diese Klemme war so groß, er hat sich dann scheinwerferlicht, hat er gesehen, dass er dieses Ding da. Am Boden, wirklich. Ja. Und Steve ist auch kein Kind von Traurigkeit, deshalb er konnte natürlich dann auch nicht mehr sich halten. Jetzt war diese Szene war. Mussten Sie dann gleich singen? Weil ich stelle mir vor, wenn man lachen muss und singen, das ist, reden und singen geht gerade noch, aber in diesem Moment ist es so peinlich. Im ersten Moment, dann überwindet man das, da kann man schon singen. Aber wo singen? Jetzt reden wir so viel über das Schöne und das Biest. Dürfen wir ein bisschen was auch hören? Ja, natürlich. Aber zuerst könnte ich etwas machen? Ja, natürlich.